So, wir sind hier bei Riese Müller und haben uns das Modell Packster vorgenommen. Ganz neues Lastenrad, ersetzt nicht das Load, sondern wird dem zur Seite gestellt. Und bei mir ist immer noch der Martin Hess, der als Produktmanager maßgeblich daran beteiligt war an dem Modell. Und der erklärt jetzt, warum es dieses Modell gibt. Ja, also unser Modell Load, also ein gut eingeführtes Lastenradkonzept, hat uns dazu bewogen und inspiriert, eben diese Modellreihe auszuweiten der Lastenräder. Also ein Modell anzubieten, was deutlich preisgünstiger ist und auch im Alltagshandling unter Umständen einfach ein bisschen einfacher zu handhaben ist. Durch die schmale Bauweise, die man hier in der Basisausstattung sieht, ist dieses Rad zum Beispiel dann doch recht einfach in einem Hausflur zu parken oder auch in einer Garage neben oder quer vor dem Auto, weil es einfach einen geringeren Raumbedarf hat. Ist mir auch direkt aufgefallen, sieht am Anfang ein bisschen komisch aus, aber macht tatsächlich Sinn für den Alltagsgebrauch und ich kann ja trotzdem eine Box drauf bauen. Ich habe die Zurösen, um dann die Sachen zu befestigen. Und dafür wird es halt deutlich praktischer in der Garage, wie du schon angesprochen hast. Ja, wir haben also eine maximale Variabilität, also die Baubreite des Fahrzeugs schränkt oder begrenzt die Cargo, die Transportmöglichkeiten eigentlich überhaupt nicht ein. Wie gesagt, die Basisboards in der schmalen Variante kann ich trotzdem breitere Gegenstände draufzurren. Ja, und wie man nebendran sieht, mit der Box, respektive mit der Kids-Box, habe ich eine breite Cargofläche, Innenbreite 60 cm, wo ich auch breitere Gegenstände einladen kann. Die Ladefläche orientiert sich an den sogenannten Europaletten-Teilmaßen und somit kann ich alle Standardsysteme, irgendwelche Werkzeugcontainer, die Handwerker nutzen, die alle dieser Norm entsprechen, reinstapeln und kombinieren, wie ich es gerade benötige und wie es mir gefällt. Das ist natürlich clever, wusste ich gar nicht. Von der Designsprache her ist das Nevo aufgegriffen, wie man so mal Hinterbau sieht. Super cleane Optik und das Ding ot ja super stabil gewesen, deswegen klar bot sich das an. Und du hast es eben noch gesagt, auch aus einem anderen Grund, wegen der hochgelegten Kettenstreben. Ja, wegen die hochgelegten Kettenstreben, englischer Fachbegriff Elevated Chainstays, ermöglichen halt ähnlich wie beim Nevo oder auch beim Charger, ohne dass der Rahmen teilbar sein muss, Riemenantriebe integrieren zu können. Also wir können jede Art von Fahrradantrieb oder Fahrradgetriebe mit diesem Rahmendesign eben anbieten und verwirklichen. Und ich glaube, es gibt es auch als 45 km/h Variante. Und wenn die Box montiert ist, bietet es auch noch die Möglichkeit, oder bei beiden glaube ich sogar, die Möglichkeit, den zweiten Akku zu montieren. Ja. Also wir haben zwei Radstände bei diesem Modell auch. Also nicht nur schnell und langsam und verschiedene Schaltungen, sondern wir haben hier die kurze Variante mit 60 cm Laderaumlänge. Und wir bieten eine alternative 80 cm Laderaumlänge an. Auch dieses Modell kann als HS, also schnelle Variante, bestellt werden. Und beim 80 cm Variante liegt der zweite Akku, der optionale zweite Akku, integriert zwischen den Rahmenholmen. Das geht bei der 60 cm Variante leider nicht. Da muss der zusätzliche Akku mit der Box zusammen am Unterboden verschraubt werden. Aber das ist ja auch kein Problem, damit ist er auch unsichtbar und hat trotzdem seine Wirkung. Sehr spannend, vielen Dank. Gerne.